Steh raus. Hallo? Ich will hier raus. Ah, hier, hier, hier geht's raus. Da geht es raus. So. Wo müssen wir da? Sehe ich doch irgendwas. Ja, Flagge der Horde. Dann wollen wir die doch mal in Gang setzen hier. Tod der Eisernen Horde. Jawohl, macht ihr mal. Macht ihr mal. Ich werde jetzt mal, wir werden das Ganze jetzt mal von oben angehen. Von oben. Weil nämlich hier irgendwo, jawohl, da liegt das Schild von der Aufseherin Struck. Ist natürlich doof, dass die jetzt hier gerade zu zweit stehen. Na gut. Halt, nicht aufsteigen, absteigen, Verstohlenheit. Ist klar. Los geht's. Pock. Ja. Du kannst hier ruhig mit ihm weiterquasseln. Der hört dich zwar nicht, aber das mächt gar nichts, Kind. Quassel den ruhig voll. Umso länger ist der hier eingenebelt, dudelt. So, bevor der jetzt wieder aufwacht, holen wir uns mal hier das Schild. Habe ich ja gerade so geschafft, ha, mein Freund. Habe ich gerade so geschafft, bevor du wieder aufgewacht bist. Nein! Also, wird nicht abgehauen hier. So, was ist denn hier? Ach so, da ist noch eine Flagge. Okay, wandern wir mal da so rüber. Kann ich hier so mal durch? Hallo? Da, ich bin die Feuerwehr. Wo ist denn die? Ach da. Da ist sie, ich sehe sie. Nee, die sind hier alle beschäftigt. Das finde ich. Supi! Okay, das haben wir. Ralph of this Pony. Das kein Pony ist, sondern ein Drache, aber egal. Und dann geht's mal. Wo geht's denn hier mal hin? Ach, guck mal, hier ist alles irgendwie verschüttet. Sehe ich das richtig? Mehr oder weniger. Stein vorgerollt. So, ich glaube, wir müssen hier rein. Und dann stehen die hier nämlich alle dumm rum. So, du wirst ausgenockt. Du musst leider sterben. Aber das macht nichts in ein paar... In ein paar Minuten bist du wieder da. Da bin ich mir sicher. So, du bist jetzt auch dran, mein Freund. Jo. Dankeschön. Und hier hängt nämlich die Axt an der Wand. Perfekt. So, da drüben ist auch noch irgendwas. Da drüben ist noch was. Ah, Mokrik Schwarzfinger. Oder so ähnlich. Den holen wir uns. Ganz leise von hinten. Und patz. So, mein Lieber. Oh, was macht denn der? Au, 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 au. Der macht ja hier Aua. Schmeißt er hier mit Bomben. Das finde ich nicht nett, mein Lieber. Autsch. Ja, super, ey. Ich habe voll die Bombe auf dem Kopf. Geh weg. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Was ist das? Was? Was war das für ein Zeichen? Ah, ich bin nicht schnell genug. Nein. Gehst du? Weg. Weg. Was? Oh, hier sind viel zu viele Meldungen für mich. Autsch. Was ist das? Klebgranate? Ach cool, eine Klebgranate, wo auch immer die jetzt herkam. Alter, ich bin halt tot. Nun fall doch einfach um. Also. Okay, der ist jetzt nur noch, noch nicht mal mehr Haut und Knochen. Der ist nur noch Knochen. Okay, ist ja cool. Wir haben ihn und ich bin halb tot, ey. Aber ist egal. Kann ich das nochmal? Ja, ich kann nochmal. Gut, wohin? Haben wir alles fertig? Oh, wir haben alles fertig. Klebgranaten. Uiuiuiui. So. Ab die Post, junge Frau. Abgeben. Seht ihr mal, das habe ich mit der Hexe gar nicht gesehen. Fand ich mit der Hexe aber irgendwie ein bisschen einfacher. Was? Die Schmiedeanlagen?
Den Gegner fand ich irgendwie mit der Hexe einfacher, ne? So ein bisschen auf der Entfernung. Da hast du das mit den Bomben ja gar nicht so richtig mitgekriegt. Was bist denn du? Ach so. Stufe 55. Na gut, du darfst hier durchfliegen. So, mein lieber kahlköpfiger Troll, bin wieder da. Nektar-Ogal-Champion. Konntet ihr euch irgendwelche Schlachtpläne beschaffen? Jawohl, konnte ich alle drei. Sehen wir uns diese Schlachtpläne mal an. Guck da, ich krieg was Blaues für den Hals. Das Niemand ist ja wird uns nice. unterjochen. Anscheinend hat die Eiserne Horde sich mit den Schreckensfelsogern verbündet. Das wird schwieriger, als ich dachte. Also, ja, die nächste Quest hatten wir Unsere auch fertig. Entschlossenheit Wir müssen die gebietet Eiserne mir. Horde weiter zurückdrängen. Sie müssen erkennen, dass wir nicht tatenlos mit ansehen werden, wie sie unsere Brüder abschlachten. Alles klar, machen wir dann auch. Seid So, und bei gegrüßt. dir habt ihr was gefunden? Jawohl, ich habe alles mitgebracht. Tromka, Tasty, diese Andenken werden uns für immer an unsere Helden erinnern. Und ihr bekommt deswegen 11 Gold. Möge eure Dankeschön. Klinge niemals stumpf. Bla bla bla, Ogrilas Rache. Die Schreckensfelsoger glauben, sie haben uns bezwungen. Sie alle sollen leiden. Hier, nehmt dieses Gift und träufelt etwas davon in ihren Ratteneintopf. Ist Ratteneintopf nicht schon Gift genug eigentlich? Das Gift wird ihnen die Eingeweide zerfressen und zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen, so wie sie ihn verdienen. So, vergiftet So die kämpft ihr Nahrung. nun. Möchte jetzt Ratteneintopf ja nicht unbedingt als Nahrung, aber Dies okay. ist ein Andere wildes Länder, Land. andere Sitten, ich weiß. Zahnbrecher der Vernichter. Wenn die Schlachtpläne stimmen, die ihr mitgebracht habt, dann tragen die Schreckensfelsoger ebenso große Schuld an dieser Verwüstung wie die Eiserne Horde. Es wird Zeit, dass wir diesen Ogern eine Lektion erteilen. Die Eiserne Horde stürzt sich vor allem auf die großen Oger in Schreckensfels, der sich Zahnschmetter nennt. Sein Tod wird ihre Schlachtpläne durchkreuzen. Töte Zahnschmetter, den Vernichter, und dann kriegen wir wieder irgendwas Cooles Blaues. Kämpft Supi. mit Ehre. Tod den Schreckensfelsogern. Die Dummheit der Schreckensfelsoger überrascht mich immer wieder. Die Eiserne Horde benutzt sie offensichtlich, um ihre eigenen finsteren Ziele voranzutreiben. Trotzdem müssen wir den Ogern zeigen, was passiert, wenn man sich der wahren Horde widersetzt. Es wird Zeit, diesen Schreckensfelsogern eine Lektion zu teilen, und deswegen werdet ihr jetzt 8 von ihnen töten. Trampelt unsere Feinde in den Staub. In den Staub? Möchtest du, dass ich die in den Staub trample? Ach Gottchen, wenn du das möchtest, dann mache ich das. Okay, alles hier drüben. Das ist Supi. Hallo Schwein. Tschüss Schwein. Hallo Oger. Hast du wenigstens Taschen an deinem riesigen Arschbacken hier? Ich muss mal ein Stück zurück. Ich sehe ja wieder gar nichts hier. Nee, 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 nee. Oh, das hasse ich wie die Pest, ne? Wenn die einen zurückstuppen und dann noch am besten gleich in den nächsten Mob rein, dass da kommt. Aua! Kommt doch richtig Freude auf hier, ne? Kannst du mal umfallen? Vielleicht so ein bisschen. Ich habe nämlich gerade nicht. Ich habe nicht genug Energie. Ich werde mal hier, guck mal, ich nehme mal so eine Beweglichkeitsrolle und Ausdauer habe ich übrigens auch noch. Ach, Herr Jemine, das Gift ist alle. Warum? Das Gift ist alle und sagt kein Wort. Das ist ja dramatisch. Seit wann ist denn das alle? Verdammt. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon die ganze Zeit gesehen, dass es alle war. Und dann so wie, dein Gift ist alle, mach dein Gift wieder an, du Dominus. Ja, seht ihr mal. Und ich hab's nicht mitgekriegt, ne? Ich hab wieder geträumt. Naja, gerade noch gemerkt. Au, au, geh weg. Nein. Oh, Alter. What the fuck? Was war denn das? Er hat mich angerülpst. Es ist ja nicht zu fassen. So, hier, dafür kriegt dein Kumpel jetzt. Oh. Hallo. Na Sie? Gehen Sie mal vorbei. Mist. Der geht nicht vorbei.
Wartet mal ab, dann müssen wir den jetzt hier mal zuerst. Dann muss der jetzt mal zuerst dran glauben hier, weil der jetzt einfach nicht verschwinden wollte so schnell. Och nein, nein, nein. Das sollst du nicht tun. Was das? Ich hasse das. Geh weiter. Oh Gott, ey. Schon wieder halb tot. Schon wieder halb tot. Du brauchst hier gar nicht das Feuer beschwören, mein Freund. Das wird dir nichts bringen. Ich werde dich jetzt niederringen. Gott, ich habe aber heute auch hier meinen poetischen... Ne? Ne? Was ist jetzt hier? Na, also, sag ich ja. Plop. Da liegt er um. So, 4 von 8. Was sollten wir hier eigentlich noch alles machen? Ogergedönse. Ach so, Zahnbrecher. Ach so, die Kochtöpfe. OMG. Sind wir hier schon jetzt an Kochtöpfen vorbeigerannt? Kochtöpfe? Das ist kein Kochtopf. Das ist kein Kochtopf. Da hinten steht Kochtopf. Ich sehe. Ist hier auch Kochtopf. Hallo. Boah, ja, 3 Stück, ne? Kein Kochtopf hier. Da ist Grunzer. Kann ich einfach mal hier so durch. Stört euch doch nicht, oder? Ach, guckt mal. Ach, guckt mal, wen wir da haben. So, dann packen wir uns den. Au, Mist. Ich habe ihn verfehlt. Ich habe ihn ehrlich verfehlt. Ich habe mit meiner Keule dran vorbeigeschlagen. Das darf man ja auch keinem erzählen. Naja. So, nee, jetzt steht er da, das ist blöd. Dann machen wir erstmal hier den, Kochtopf. So, jawohl, 1 von 3, wunderbar. Hier, Zahnbrecher, du kannst jetzt gern mal hier so wieder bei mir rüberkommen. So ein bisschen weg da hinten. Ja, ja, die Richtung stimmt. Ja, das machst du gut. So, hier. Hier bleibst du stehen. Und wer? Du datscht mich wieder zurück, ey. Das finde ich dann gar nicht lustig. Nee. Ihr müsst mal aufhören, damit mich hier rumzuschubsen. Echt. Au, was macht der denn hier für ein... Voll der... Ja, super. Benommen. So dachte ich mir das. Weil der hier einen Drehwurm hat. Ich brauche mal Gesundung. Sicher ist sicher. Oh, hier diesen und verstümmeln und ja, aua. Oh, Alter, leck mich. Bist ihr gleich down. Down, down. Burn the ogre down. Sag ich ja. Hihihi, hab ich dich. So, Kochtöpfe, ne? Kochtöpfis. Sind denn hier noch welche? So, was haben wir denn jetzt hier? Wieder den Nether-Rochen. Ach man, der fliegt auch nach unten. Seht ihr das? Das ist nicht nur der Drache. Von wegen kopflastig. Hab ich auch gedacht. Nee, der Nether-Rochen macht denselben Schwachfug. So, ja. Bei dem Nether-Rochen ist immer das Problem, ich weiß nicht, wann der landet. Oder besser, wann der gelandet ist, weil er ja keine Beine hat, ne? Man sieht's immer ein bisschen schlecht. Naja. So, nein, hörst du auf damit, hörst du auf damit. Also, Mann. Gehst du um. So. So, dann machen wir das Töpfchen hier noch. Wunderbar. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Topf und einen Oger. Einen Oger. Erstmal den Topf. Erstmal das Töpfchen suchen. Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal über eins drüber geflogen und sehe es einfach nicht. Toll. Hallo? Kochtopf? Die hinten noch Kochtöpfe versteckt. Kochtöpfe. Juhu. Echt selber. Ah, cool. Aber keinen Kochtopf. Warum nicht? Was ist das hier? So, sei eben irgendwie erst. Was? Kanonenschieber? Alter! Uiuiui. Also da sollte man jetzt nicht so nah dran kommen. Okay. Ich will ja auch nur einen Kochtopf. Ah, guck mal.
Guckt mal hier. Der ist doch, ready? Ready to rumble. Dann werden wir den mal umbauen hier. Und dann ganz schnell an den Kochtopf dran. Ha, ha, ha. Und dann werden wir verschwinden erstmal. Ich glaube, dann packen wir uns den. Der steht hier relativ günstig. Kriegt jetzt eine fette Kopfnuss. Plopp. Wupp. Hihi. Hab dich. Von hinten. Mitten zwischen die Beine. Au. Ja. Ich stehe an der Mauer, mein Freund. An der Felswand. Kannst du mich nicht nach hinten dissen? So. Elchi Belchi. Wunderbar. Was kriegen wir jetzt? Den Albino-Drachen. Das gefällt mir ganz gut. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man es nicht aufteilen kann zwischen Flugmounts und Reitmounts. Mounts. Flugmounts und Reitmounts. Aber egal, man kann nicht alles haben. So, ihr Lieben, wir werden abgeben beim nächsten Mal. Und bis dahin, eure Trin.